Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge unserer Superhelden-Serien-Talkshow. Nenne ich das jetzt so eine richtig billige Talkshow? Nein, aber wir sind beim letzten Mal beim der Serie Arrow gewesen, im Arrowverse. Und ja, wir werden heute weitermachen mit der weiteren Serie The Flash. Ja, Flash hat bis jetzt ja 3 Staffeln und ja, die erste Staffel. Als Gegner Reverse Flash, da ist das ein Überraschungsmoment, wer der Gegner und so weiter ist, am allergrößten. Im zweiten haben wir dann Zoom, der auch recht cool ist. Dann eigentlich war auch noch ziemlich überraschend, ne? Als herauskam, wer das war. Überhaupt so auch. Das Gute an der zweiten Staffel ist dann so: erstmal kriegen wir Figuren wie Jay Garrick, dann haben wir Wally zum Beispiel und dann haben wir den Anfang dieser mehreren Welten. Ne? Ja, und hier dritte Staffel, da haben wir das eigentlich. Nur noch egal, wer das jetzt ist. Ja, ne? Das mit erstmal Rival, der sah erstmal scheiße aus. Mhm. Und ja, dann Savitar. Mhm. Das war mir eigentlich auch. Das Geile fand ich aber nach der Staffel, dass dann so, wenn man zum Beispiel das durchgeguckt hat, ne, und dann am Anfang nochmal guckt, ich glaube Folge 6 oder so war das erste Mal, dass Savitar da vorkam, ne? Und was sagt er zu Barry? I am the future Flash. Ja, denke ich mir so. Mm. Ja. Gelogen hat er nicht. Future Flash, ja. Er hat genau das, eigentlich hat, wenn man nachdenken würde, hat er eigentlich genau schon in der Folge gespoilert für die ganze Staffel. Aber das ist halt immer das Problem, so man ja, weiß es auch, nicht und denkt nach. Aber auch im Englisch hört sich das ja auch ganz anders an, wo er sagt, I'm the Future Flash, also der Zukunftsflash. Mhm. Aber in Deutschland ist das wieder so, ich bin die Zukunft Flash, sagt er ja im Deutschen. Okay, also ja, gut, dass ich mir die deutschen Sachen nie angucke. Ich habe mir das nochmal auf Deutsch angeguckt. Deutsche Synchro, Leute, deutsche Synchro. Ja, also deutsche Synchro, die ist so ekelhaft überwiegend, ne? Es gibt echt also Serien oder Filme, wo echt die Synchro gut ist. Also die Filme kann man echt gut feiern, ne? Mhm. Das ist nicht oft so, leider. Aber ja, also, ja, wie schon gerade gesagt, die dritte Staffel haben wir als Gegner Savitar. Der eigentlich so der schwächste Gegner von allen ist. Obwohl er ja gut ein Gott ist. Ja, also, Godspeed. Also er war der stärkste schon, aber er war halt der langweiligste. Ja, ja, das ist, ja, aber ich finde, genau, das macht, ich meine jetzt halt ja von der Figur für den Zuschauer halt schwach. Ne? Mhm. Blöd. Ja. Ja, also Grant Gustin haben wir hier als Barry Allen und ja, ich muss halt nur wieder sagen, so, warum schaffen die Macher es nicht, einen blonden Flash zu kreieren? Immer nur braunhaarig. Das ist in den Just League-Film auch so. Und in jeder Variation immer ist der braunhaarig. Aber die hätten einfach die Haare färben können. Ich meine, in zu vielen teuer. Serien oder so machen die es, in anderen Serien machen die es auch einfach so. Ja, das ist, ich weiß. Der macht seinen Job gut. Barry ist ein cooler Charakter, Flash sowieso. Und dann halt so, ja, ist auch zu der dritten Staffel mit dem Crossover war cool. Und auch das Musical war ja auch sehr, sehr schön. Aber ja, dann haben wir hier Caitlin, die ja dann später zu Killer Frost wird. Die hat ja eine große Charakterentwicklung, so von dieser kleinen Duckmaus und ihrem Verlobten, der dann ja stirbt. Und dann geht es zu der coolen Killer Frost und alle sind sich einig. Killer Frost ist erstens heißer und wesentlich cooler irgendwie. Ja. Also, wo in der zweiten Staffel, wo die dann auf der anderen Welt waren, da, ne? Und Killer Frost hat erstmal kam ich dann so, oh, ist die cool und so weiter. Und dann ist sie auch in der richtigen Welt da gewesen, ja. Und dann so, ja, endlich. Ich finde sie jetzt wohl. Da passt das auch irgendwie besser irgendwie mit Firestorm. Ja. Dass sie da so zusammen sind, das fand ich cooler irgendwie. Das war auch echt cool, auch so bei der dritten Staffel mit Flashbang. Das ist interessant. Und diese, weißt du noch, der hier Deadshot, der dich so richtig kacke schießen konnte? Ach ja, ja, das war einfach. Ja, das sind coole Sachen, aber ja, Killer Frost ist cool. Und jetzt in der vierten Staffel ist hier auch eine, gehört sie auch zum den Hauptcast. Oder bin ich mal gespannt, was ihr weiterer Weg ist, ne? Aber die ist ja jetzt zumindest auf einem besseren Pfad, sag ich mal, ne? Dann haben wir hier Iris West. Ja, ich finde die, also das Lustige ist, von den meisten Leuten, ne, die würden sagen, oh nee, Killer Frost, nee, aber Iris West, die ist schnickel. Also ich sehe das andersrum. Ich bin auf deiner Seite, ich finde so, und Iris ist nett, aber... Ich fand das auch echt, ich habe mich gefragt, warum die jetzt nicht sterben gelassen haben. Ne? Ja, ich hätte die auch vorstellen müssen. Ist wirklich so. Und dann stirbt H.R. Wells, ne? Den Wells, den man am besten findet, der stirbt, ne? Ja, ist wirklich so, der war richtig cool, aber... ich finde auch, Iris West finde ich von allen weiblichen Charakteren aus dem ganzen Arrowverse, auch Supergirl und so weiter, mit einbezogen, irgendwie am langweiligsten. Interessiert mich nicht mehr die Fick. Da wir gerade bei HR waren, er hat auch irgendwie die dritte Staffel noch so ein bisschen
Ja, noch so ein bisschen gut gemacht, ne? So ein bisschen gehalten, sage ich jetzt mal. Ja, jetzt kommen wir auch gleich mal zu Harrison Wells rein, also zu meiner ersten Staffel, da war ja noch der Rollstuhltyp so, der sich dann als Eborn vorne herausgestellt hat und dann halt zu Reverse Flash, ne? Das war cool, ne? Der ist dann ja aber praktisch ja weg gewesen. Dann haben wir einen anderen aus einer anderen Welt, Harrison Wells gehabt, ne? Mit seiner Tochter, die dann ja später zu Jesse Quick wird. Ist dann auch wieder so zwei der Staffel mit Wally West, ist dann ja auch wieder ein Bonus und so, ne? Der war dann auch, der war gut und so weiter, der war halt nicht so interessant, weil dann hat, man hat aber immer das Gefühl, das hatte ich jetzt auch in der dritten Staffel so, was hat dieser Harrison Wells vor? Weil halt, ich habe immer, wenn ich einen neuen Harrison Wells sehe, irgendwie so, dass da war, irgendwas hintersteckt. Es war ja auch diese eine Folge, wo er ja dieses Aufnahmegerät da hatte, hat er ja da reingesprochen, so, es läuft alles nach Plan, sie wissen nicht, warum ich hier wirklich bin. Ne? Was ist dann? Und dachte mir so, ach nee, nicht schon wieder, ne? Kannst nicht mal einen guten Harrison Wells geben. Ja, deswegen so gefühlt war das irgendwie so. Aber das ist auch so, die schicken einfach so eine Bewerbung heraus in alle Welten. Jetzt wollen sie sich mal melden, die Harrison Wells. Naja, aber ja, der aus der dritten Staffel, muss man echt sagen, also der war der Beste irgendwie, der war cool. Und er war halt auch mal was anderes, weil er halt auch nicht dieser Wissenschaftler war. Ne? Also, ja, mit seinen Drum-Steps da, das war auch nett. Er konnte auch nirgends ohne die gehören zu mir. Er war ja Schriftsteller, das fand ich immer noch cool. Ja, das war cool. Dann haben wir hier Cisco Ramon, der ist dann auch, also der ist dann ja auch ist ja auch ein Meta-Wesen dann mit seinen Vibes und ja, der ist für viele Momente recht wichtig, so, wenn die zum Beispiel auch ja irgendwo hinwollen, dann in andere Welten, dann muss er die ja immer hinweiben oder halt auch viele Visionen und so weiter, ne? Ist ein netter Charakter irgendwie, ist jetzt nicht so der größte, aber. Finde, der hat sich auch ziemlich verändert. Zweiten Staffel. Als er die Kräfte bekommen hatte, hat er sie auch nicht wirklich akzeptiert. Da wollte er sie eigentlich auch gar nicht. Ne? Da hat er eigentlich auch Angst vor, vor diesen Kräften gehabt und konnte das auch gar nicht wirklich kontrollieren. Also der hat ja echt irgendwie einen Tag gebraucht, um so ein so ein Vibe nennen wir das. Ja, so eine Art Portal. So ein Portal halt zu öffnen. Und in der ersten dritte Staffel, da macht das immer so in einer Sekunde. Das zeigt ja dann halt auch die Entwicklung. Das ist ja auch der Sinn von sowas, ne? Das ist ja auch dumm, ne? Aber ja, das ist. Ja, ich fand am schönsten mal die Zeit, fand ich irgendwie so, weil das ist, ich mag ja halt immer Drama-Sachen, sondern so, wo die Zeit war, ich glaube, das war Flashpoint da, wo wo Barry irgendwie daran schuld war, dass sein Bruder, also Ciscos Bruder, nicht mehr lebt und so weiter. Und dann war ja so ein Streit dazwischen, so war zwischen denen und so. Und das ist irgendwie so, das sind so Momente mit Cisco, wo ich echt so toll, dass wir diesen Charakter haben, ne? Ja. Dann haben wir hier Jay Garrick, ne? Also John Wesley Shipp, den wir ja auch schon aus der alten Flash-Serie aus den 90ern kennen, ne? Und Jay Garrick, der Schauspieler, hat ja zuerst den Vater gespielt von Barry, der dann ja im Gefängnis war und Barry muss ja auch erstmal gucken, dass man seine Unschuld beweist und so weiter. Dann ist der Vater aber ja leider gestorben und dann hat der Schauspieler eigentlich nur noch die Rolle für Jay Garrick eingenommen und ich muss sagen, diese Entscheidung freut mich, weil es ist erstens eine coole Konsequenz, weil ich liebe Tote. Irgendwie, das ist so, darum ist Game of Thrones zum Beispiel die geilste Serie für mich, irgendwie so, weil das ist konsequente Tote. Und das macht halt das überraschend, weil das Problem ist ja in diesen Superhelden-Serien immer so, der Protagonist, deswegen, der wird leben. Ja, da weiß man halt schon sofort so, der wird sowieso überleben, egal ob der jetzt irgendwie bedroht wird oder so, ne? So. Aber zumindest, dass man zum Beispiel so richtig Verluste hat, so, ne? Dass der Vater jetzt stirbt und dann auch noch, ich finde, Jay Garrick ist ja noch eine coolere Rolle, ne? Und teils nimmt er jetzt ja auch die Vaterrolle ein, so, ne? Der ist ja immer so, wenn zum Beispiel Barry irgendwelche Probleme hat, da ruft der Jay oder berät ihn oder hilft ihm und so weiter. Ja, ne? Das fand ich auch, das war ja auch in Flash One, das ist ja auch ziemlich große Verluste. Zum Beispiel erste Staffel ist die Mutter gestorben, zweite Staffel der Vater. Dritte Staffel wäre Iris gestorben. Ja, ne? Darum sage ich, es wäre wesentlich cooler gewesen, wenn Iris stirbt. Ne? Das wäre cool gewesen, aber naja, ist halt zu wichtig für Flash. Ne? Das ist ja wirklich so die Liebe seines Lebens. Dann ist das ja auch noch so, das ist ja so ein Haltepunkt, ne? Zu allem Guten und so. Und dann haben wir ja seit der zweiten Staffel auch Wally West, der dann ja auch zum Kid Flash wird und ja, der ist ja so gut anscheinend gewesen, dass sie ihn ja jetzt sogar in die Comicwelt mit eingebracht haben, als neuen Wally West und auch als Kid Flash, ne? Und ja, ich finde, ist ja eigentlich original, war ja eigentlich nur der Neffe von Iris und jetzt ist er in der Serie der Bruder und ich weiß gar nicht, ist das DC Rebirth jetzt der Bruder oder der Neffe ist?
Also der, meinst du jetzt welchen? Den, well, den neuen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Ja, das ist der Bruder. Okay. Ja, und ja, ja, das ist halt cool. Ich glaube, der war, ist sogar ein bisschen schneller als Barry. Nee, Moment mal. Ich meine, der alte Flash, das ist der Bruder. Und ich meine, nein, also der erste Wally West, ja, das ist auf jeden Fall der Neffe. Den hat sie ja damals mitgebracht und Barry so, ha, hier, hier, guck dir mal an, hier mein Neffe und so weiter, das ist Wally und so weiter, und dann ist ja der Jimmy und dann Blitz und dann ist er ja auch. Stimmt, ja. Ja, aber ja, Wally ist ein netter Charakter, ist dann ja auch irgendwie abrupt gekommen, da irgendwie so, ja, hier, hier, ich bin hier dein Bruder, Mama ist wieder da. Ja, aber so sieht es dann auch wieder so, Barry, also eigentlich müsste man das Intro wirklich wechseln. Ich finde, das Intro sollte man nur noch in der, nur in der ersten Staffel haben, ne? Weil immer dieses, I am the fastest man alive, und Wally ist schneller, Jesse Quick ist schneller, Reverse Flash ist schneller, Zoom ist schneller, Savitar, alle sind schneller. Kann eigentlich selbst schon sagen, Aris der ist schneller. Der kann eigentlich, also eigentlich könnte er sagen, ich bin nicht mehr der, ich also bin, ich bin nicht mehr. I am the one der, of the fastest man. Ja, stimmt, einer der schnell, ja. Ja, das so, wäre korrekter. Ja. Ja. Oh, die hatten das ja, ich meine, einmal hatten sie das in der ersten Staffel gemacht, als er dann ja auch erstmal auf Reverse Flash getroffen ist. Da hat er, glaube ich, einmal gesagt, und dann ich war ist er, ich, und ich bin nicht mehr der schnellste Mensch der Welt. Das wär, ja. Was wäre, das macht keinen Sinn mehr, das ist, er ist nicht mehr der Schnellste, ja. Schon lange nicht mehr. Ja, jetzt haben wir noch die letzte Figur, Eborn Thorn, und ja, darüber habe ich ja auch schon ein bisschen was gesagt, also ich finde ihn wirklich cool, dann auch noch dieses Versteckte halt, dass, ja, der ist der und der ist der und alles so, weißt du, wenn du weißt, wer er ist, dann weiß es trotzdem irgendwie nicht und so, das ist dann sehr cool, und der ist dann ja jetzt auch in dieses Session of Tomorrow rübergekommen, so als Gegner, aber ja. Das ist erst die Serie für die nächste Folge. Ja, das war's mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.